Ja, herzlich willkommen zurück, mein Lieben. Wie versprochen, habe ich euch ja auch gesagt, dass ich auch jetzt das Silvester-Special-Video machen werde. Und ich habe es ja auch gestern im Infovideo zu euch gesagt, dass ich jetzt auch unter anderem jetzt ein paar Spiele auch ankündigen werde, die ich jetzt unter anderem definitiv auch noch Let's Playen möchte. Aber bevor das kommt, möchte ich erstmal kurz sagen, wie jetzt das Jahr 2014 für mich persönlich war. Also für mich war jetzt 2014 jetzt ein schönes, interessantes, aber auch ein sehr stressiges Jahr. Und ich hoffe, ihr habt jetzt natürlich auch ja, in dem Sinne viel Spaß gehabt in diesem Jahr, im alten Jahr 2014, und ich hoffe, ihr habt auch schon ein paar Ziele für das neue Jahr 2015. Also ich habe zumindest ein paar Ziele. Unter anderem möchte ich jetzt auch wieder wie im letzten Schuljahr erstmal die Abschlussprüfungen bestehen und möchte dann auch, wie gesagt, die Spiele, die ich unter anderem euch jetzt gleich ankündigen werde, möchte ich auch Let's Playen, und darauf freue ich mich unter anderem auch sehr darauf. Und ich hoffe, dass es all meinen Let's Play-Kollegen gut geht, gesundheitlich, und ich hoffe mal, wir werden alle gut in das neue Jahr reinrutschen, und ich hoffe, dass ihr heute dann auch mit euren Freunden oder mit eurer Familie dann schön feiern werdet und dass ihr dann halt auch rumknallt. Ja, ansonsten bin ich selber gespannt, was jetzt auf mich im Jahr 2015 alles erscheinen wird. Also ich habe jetzt in 2014 habe ich jetzt auch einiges auf YouTube erlebt. Sowohl positive als auch negative Ereignisse. Aber Gott sei Dank waren es mehr positive Ereignisse auf YouTube. Und ja, aber das hat jeder Let's Player, der jetzt lang genug das macht. Naja, okay, lang genug ist jetzt ein bisschen überflüssig, glaube ich, weil ich mache das ja erst in Anführungsstrichen erst seit 2 Jahren mit den Let's Plays. Und naja, ab nächstes Jahr sind es dann 3 Jahre. Aber daran kann man doch wirklich erkennen, meine Lieben, wie schnell die Zeit umgeht, ey. Ist unglaublich. Haben wir jetzt schon wieder 2015, ey. Oder was heißt schon wieder? Also ein neues Jahr. Das meine ich damit. Wieder ein neues Jahr. Ist unglaublich, ey. Naja, okay. Jetzt, wie versprochen, möchte ich jetzt ein paar Spiele ankündigen, die ich jetzt, also ob ich die jetzt direkt 2015 Let's Player ist wahrscheinlich nicht machbar, aber halt in den kommenden Jahren. Dann wisst ihr zumindest schon mal einen ganz kleinen Einblick, was ich jetzt Let's Playen werde in den nächsten Jahren. Unter anderem werde ich jetzt, nachdem ich auch den ersten Computerschwung dann bald zu Ende habe, also ich habe ja vorhin, habe ich ja die ersten 2 Parts von StarCraft aufgenommen. Und ich bin da ja auch bald durch. Also, ich habe ja das Projekt, also insgesamt habe ich das Spiel ja jetzt ungefähr um die Hälfte geschafft. So. Sobald ich das Expansion Set zu Ende habe, ist auch das Gesamtprojekt zu Ende, ne? Nur als nochmal als kleine Rückerinnerung. Ja. Dann werde ich noch anschließend noch 3 weitere Computerspiele spielen. Oder Let's Playen. Und danach, und das wird auch vor allem der Chronicles of Games oder halt auch Chroniken der Spiele genannt. Ja, ich sag ja, also ich kann mich irgendwie nicht dran gewöhnen bei dir, Lorenz, dass ich jetzt ab sofort Chroniken der Spiele zu dir sage, weil Chronicles of Games ist ja eigentlich fast das gleiche, bloß auf Englisch. Und Chroniken der Spiele ist ja halt
die deutsche Übersetzung davon. Aber ich glaube, Chronicles of Games hört sich besser an. Deswegen werde ich dich auch so nennen, wenn ich das darf von dir, Lorenz. Nee, da wird auch der Chronicles of Games sich, glaube ich, sehr freuen, dass ich dann jetzt sage, sobald der erste Computerschwung um ist, wird auch endlich das heiß ersehnte Gegenstück Let's Play, vor allem das erste Gegenstück Let's Play von Pokémon beginnen. Ja, ich fange natürlich mit den jeweiligen Let's Play-Kollegen, die ich da jetzt auch eingeladen habe. Wir fangen natürlich ganz von vorne an, mit der ersten Generation. Und es wird hier noch vorher, bevor überhaupt das Gegenstück Let's Play beginnt, wird noch erstmal ein Ankündigungsvideo mit den Let's Play-Kollegen, die ich jetzt auch geplant habe, bei der ersten Generation mitzumachen. Mit denen werde ich erstmal das Ankündigungsvideo gemeinsam aufnehmen. Und ich werde dann im ersten Ankündigungsvideo dann auch erklären, was überhaupt ein Gegenstück-Let's Play ist, was man sich darunter vorstellen kann, wie es funktioniert und so weiter und so fort. Also das werde ich zum Großteil ja erklären müssen. Aber ich denke mal, der David Kricker und die anderen, die ich da jetzt zur ersten Generation eingeplant habe, ich denke mal, die wissen auch, wie das Gegenstück-Let's Play funktioniert. Es ist ja nicht schwer zu verstehen, ne? Aber ich freue mich selber, wenn endlich mal Pokémon beginnt, weil es wird gut tun, nach so langer Zeit, also bei mir liegt es wirklich sehr lange zurück, ich weiß gar nicht, ungefähr 10 Jahre liegt es jetzt zurück, wo ich jetzt Pokémon das letzte Mal gezockt habe, aber auf dem Original Game Boy, beziehungsweise auf dem Game Boy Color, und das waren wirklich noch sehr schöne Zeiten damals, ey. Boah. Naja. Also, das erste Gegenstück-Let's Play von Pokémon wird hoffentlich 2015 erscheinen. Ich kann dir allerdings nicht versprechen, Lorenz, ob ich das jetzt im Januar schaffe, weil du hast es ja auch vor ein paar Minuten von mir gehört gehabt, dass ich jetzt noch vorhabe, nach StarCraft noch 3 andere Computerspiele noch zu Let's Playen. 2 davon gehen wirklich relativ schnell um. Da werde ich nicht mehr als 30 Parts brauchen. Also ich werde da wahrscheinlich unter 30 Parts brauchen. Und ja, ich habe vor, gerade das letzte Computerspiel für den ersten Computerschwung ist natürlich jetzt ein Rollenspiel. Wobei ich jetzt sagen muss, da bin ich mir jetzt unsicher, wie lange ich dafür brauche. Aber ich werde das Rollenspiel nicht alleine Let's Playen, es wird ein besonderes Rollenspiel werden. Es wird nämlich, wenn es wenn alles klappt, wird es sogar ein Four-Gather-Let's Play. Das heißt, mit mir sind noch 3 weitere Leute, die da mitmachen. Also das Spiel kann man nämlich zu 4 oder ich glaube auch zu 5 Maximum spielen, aber wir lassen es dabei, dass wir 4 das dann spielen. Also mit wem ich das geplant habe, das werdet ihr dann spätestens erfahren, wenn das Four-Gather-Let's Play erscheinen wird. Ja, und danach, nach dem Rollenspiel, wäre an sich der erste Computerschwung auch zu Ende und dann würde auch das erste Gegenstück Let's Play von Pokémon beginnen, ne? Also dann wissen zumindest die Let's Play-Kollegen etwa, wann das Gegenstück Let's Play jetzt beginnen wird. Das wird wahrscheinlich erst im Sommer werden. Also im Sommer 2015 wahrscheinlich. Oder Ostern oder so um die Dreh, also zwischen März bis August in etwa, würde ich jetzt mal sagen, aber ich kann nicht hell sehen. Deswegen lasst euch einfach überraschen. Also ich lasse mich nicht hetzen, ne? Auch wenn das jetzt meine Let's Play-Kollegen sind, ich lasse mich nicht hetzen. Ich mache meine Spiele in Ruhe zu Ende. Und ihr müsst dann halt auch noch ein bisschen Geduld haben. Ja, ich weiß, gerade der Chronicles of Games und eigentlich alle 4, die ich da jetzt zur ersten Generation eingeplant habe, die müssen jetzt extrem lange warten, aber es ist halt so. Ich habe das so organisiert, ich habe so meine Playlist jetzt auch wirklich festgelegt, dass ich die auch so machen möchte. Und damit müssen sogar auch meine Let's Play-Kollegen einverstanden sein. So, das war jetzt zu Pokémon.
Dann werde ich noch zusätzlich ein Gegenstück Let's Play mit dem David Krickau machen vom Spiel Super Mario World. Wie das organisiert wird mit dem Gegenstück Let's Play, das werdet ihr dann noch erfahren. Ich werde nämlich zu jedem Gegenstück Let's Play immer vorher ein Ankündigungsvideo mit dem jeweiligen Kollegen dann aufnehmen. Das erste Ankündigungsvideo zu den Gegenstück Let's Plays wird natürlich sich ein bisschen in die Länge ziehen, weil ich das Ganze noch erklären muss, aber bei den anderen Ankündigungen werde ich wohl nicht allzu viel quatschen, nur dass ihr dann Bescheid wisst. Ja, was habe ich noch vor in den nächsten Jahren für euch zu Let's Playen? Ja, stimmt. Ich habe gesehen, dass der Textblock, auch ein sehr guter Let's Player, vor etwas längerer Zeit schon das Let's Play hat, und ich weiß, dass der Chronicles of Games es auch schon vor ein paar Monaten auch schon zu einem Let's Play hat. Und zwar ist es das Spiel Ariel, die Meerjungfrau, ein meervoller Abenteuer. Das werde ich auch noch, wie ich versprochen, auch noch ein Let's Play. Also ich habe es zumindest im Chronicles of Games versprochen gehabt, dass ich jetzt auch dieses Spiel Let's Playen werde. Ich werde es auch tun, bloß ich kann nicht sagen, wann. Eigentlich wollte der Lorenz auch erstmal abwarten, bis ich damit anfange, aber das hat es jetzt für ihn ein bisschen zu lang gedauert und deswegen hat er es auch schon vorher Let's Play als ich. Aber das macht ja nichts, das kannst du ja so machen, wie du es auch haben möchtest, Lorenz. Also ich rede dir da jetzt nicht rein, wann und was du Let's Playen sollst, ne? Du entscheidest, Lorenz, und ich entscheide auch, wann meine Spiele dann erscheinen werden. Ja, was habe ich noch vor zu Let's Playen? Ja, ich werde auch noch zwei Kampfspiele, also zwei Super Nintendo Kampfspiele Let's Playen. Unter anderem, ja, ich kann, na, was heißt unter anderem, ich werde hier nur zwei spielen. Ich werde definitiv den ersten Teil von Mortal Kombat Let's Playen auf der Super Nintendo, und ich werde auch definitiv Super Street Fighter 2 Let's Playen. Ich muss da natürlich erstmal wieder reinkommen, aber ich denke mal, da werde ich mich wohl nicht so dusselig anstellen. Gerade bei den Kampfspielen muss man wirklich sich sehr konzentrieren und man muss auch relativ schnell sein. Ja. Und ich werde des Weiteren auch noch das Spiel, es ist auch ein SNES-Spiel, also ich werde natürlich jetzt auch demnächst wieder sehr viele SNES-Spiele Let's Playen. Das tut auch mal wieder gut. Das Spiel heißt The Lost Vikings. Den ersten Teil und auch den zweiten Teil, bloß ich werde die nicht hintereinander Let's Playen, sondern den zweiten Teil, den werde ich erst gegen Ende meiner Playlist anspielen, weil den ersten Teil, den kenne ich noch relativ gut. Plus den zweiten Teil, den kenne ich überhaupt gar nicht. Deswegen lasse ich mich mal überraschen, wie der zweite Teil so an sich wird. So, was habe ich noch vor in den nächsten Jahren für euch zu Let's Playen? Genau, ich werde auch zwei Lego-Spiele Let's Playen. Einmal Lego, der Herr der Ringe. Und einmal Lego, der Hobbit. Und da freue ich mich eigentlich auch schon auf die Spiele. Und es werden auch sehr viele Wimmelbildspiele erscheinen. Unter anderem Grand Tales 3, Gefährliche Wünsche. Da geht es auch wieder natürlich auch logischerweise weiter mit der Geschichte von Grand Tales. Und stimmt, wo ich jetzt gerade das Spiel erwähnt habe, Grand Tales. Ich habe natürlich mal wieder vergessen, am Ende vom zweiten Teil von Grand Tales, also Grand Tales 2, das Vermächtnis, habe ich natürlich vergessen gehabt, euch zu sagen, dass ich damals, wo ich den ersten Teil Let's Played habe, Grand Tales 1, die Braut, habe ich natürlich auch vergessen, oder was heißt vergessen, zu der Zeit wusste ich es noch nicht, dass es mehrere Teile von Grand Tales gibt. Also nicht nur drei Teile, sondern mehr Teile. Also ich habe, aktuell habe ich jetzt noch auch einen vierten und einen fünften Teil von Grand Tales, und ich weiß jetzt schon, dass im März
2015 auch der 6. Teil erscheinen wird. Und da freue ich mich auch wie ein Fuchs drauf, weil ich wirklich ein ganz großer Fan von Graham Tales bin und auch eine ganz andere Wimmelbild-Spielreihe, nämlich Dark Parables. Und da werde ich jetzt unter anderem Dark Parables 1, Dornröschens Fluch, Let's Playen. Und da werden auch viele Teile auch noch erscheinen von Dark Parables. Ich werde mal vermuten, dass ich auch alle Dark Parables Teile hintereinander Let's Playen werde. Also wenn ich einen Teil zu Ende Let's Playt habe, mache ich natürlich erstmal eine ganz kleine Pause, damit ich mich auch erstmal wieder ein bisschen sammeln kann. Und dann kommt der nächste Teil. Ja, und so werde ich das dann halt machen, bis ich alle Teile von Dark Parables zu Ende Let's Playt habe. Ja. Also ich habe ja zum Großteil, habe ich ja bei den meisten Wimmelbild-Adventure-Spielen natürlich auch die Lösungen vor mir. Sowohl die Rätsel als auch die Wimmelbild-Lösungen. Deswegen, ja, werde ich auch meistens schnell dann auch immer die Wimmelbilder zu Ende haben. Aber ihr könnt es ja pausieren, ne? Die Videos könnt ihr ja pausieren, wenn ihr selber die Gegenstände suchen wollt. Ja, was habe ich noch vor? Ja, also ich werde natürlich auch im späteren Verlauf auch Nintendo DS-Spiele Let's Playen, wobei ich mich da erstmal dran gewöhnen muss, an den Nintendo DS-Emulator. Und darunter werde ich zum Beispiel auch jetzt Yoshi's Island DS Let's Playen. Das Spiel ist für mich allerdings ein Blind-Let's Play, weil ich das Spiel an sich jetzt nicht hundertprozentig kenne. Wie damals bei Yoshi's Universal Gravitation, mein drittes Let's Play-Projekt, das kannte ich ja auch nicht vorher, aber das hat mich halt interessiert und deswegen habe ich es auch Let's Played. Und ja, auf das Spiel freue ich mich natürlich jetzt auch, wie Hölle. Und ich werde auch den zweiten Teil von Bioshock Let's Playen, wobei der Chronicles of Games zumindest am Anfang hundertprozentig dann dabei sein wird. Ich muss mich dann halt nur rechtzeitig bei ihm melden. Und dann werden wir die ersten Parts gemeinsam aufnehmen und dann werden wir das so organisieren wie im ersten Bioshock-Teil, dass er dann nur zwischenzeitlich dann mitmacht. Also ich möchte ihn dazu auch nicht drängen. Wenn er halt nicht Zeit hat oder seine Let's Plays durchführen möchte, kann er das ruhig machen. Dann werde ich halt alleine zurechtkommen müssen bei Bioshock 2. Also ich bin wirklich erleichtert, dass ich bei dem ersten Teil von Bioshock jetzt auch das gute Ende geschafft habe und ich hoffe, dass ich das auch beim zweiten Teil schaffe. Ich glaube, da muss man auch so viele Little Sisters retten, wie es nur geht. Wenn ich mich jetzt nicht täusche. Weil der Chronicles of Games, der hat nämlich den zweiten Teil von Bioshock auch schon seit einigen Monaten zu Ende Let's Played und er macht das eigentlich gut, dass er halt auch unter anderem andere Let's Player beeindrucken kann, auch die Spiele wirklich selber zu Let's Playen. Deswegen werde ich auch Bioshock 2 Let's Playen. Allerdings werde ich den anderen Teil, also Bioshock Infinite, werde ich jetzt aber definitiv nicht Let's Playen, weil der Teil, der sagt mir jetzt wirklich nicht zu. Ich habe mir das Spiel mir mal angeguckt gehabt und nee, tut mir leid. Also Bioshock Infinite werde ich leider nicht Let's Playen. Bioshock 2 wird an sich, ja, der letzte Bioshock-Teil werden, den ich Let's Playen werde. Es sei denn, die Entwickler planen irgendwann mal auch einen dritten Teil. Dann könnte es natürlich sein, dass ich den dritten Teil auch noch Let's Playen werde, definitiv. Ja. So, und jetzt kommen ein paar PlayStation-Spiele. Wobei ich da sagen muss, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob ich euch die Spiele auch wirklich zeigen kann. Weil ich weiß nicht, ob Action sich verträgt mit dem Videograbber. Und falls ja, ist es ja gut, dann hoffe ich, dass da nichts schief läuft bei den PlayStation Let's Plays dann. Ja, falls ich das mit Action natürlich nicht aufnehmen kann, muss ich natürlich zurückgreifen und das Ganze mit Traps aufnehmen. Aber ich hoffe mal, dass es dann mit Traps auch nicht so unangenehm wird, weil
Damals, wo ich die ganzen Testaufnahmen aufgenommen habe oder hatte, habe ich das Ganze ja auch mit Fraps aufgenommen. Bloß, wobei, da muss ich euch jetzt auch kurz sagen, da hatte ich auch mit einem Billig-Videoclipper aufgenommen. Da hatte ich nämlich noch mit den sogenannten Lugilink-Videoclipper aufgenommen. Und jetzt habe ich ja einen besseren, zumindest hat es mir die Mrs. Jasmin HD87 empfohlen, der sogenannte Terratech-Videoclipper. Ich bin mal gespannt, ob der wirklich so gut ist. Aber ich habe es bis heute noch nicht ausprobiert und ich werde es jetzt auch im Neujahr auch nicht ausprobieren. Ich werde das erst ausprobieren, wenn die PlayStation-Spiele auch an sich beginnen. Und das ist noch ein verdammt langer Weg bis zu den PlayStation-Let's Plays von mir. Aber ich kann euch ja jetzt zumindest verraten, was ich jetzt unter anderem dann auch Let's Playen werde bei den jeweiligen PlayStation-Konsolen. Also bei der PlayStation 1 werde ich jetzt unter anderem auch den ersten Teil von Metal Gear Solid Let's Playen. Wobei ich sagen muss, der erste Teil ist für mich der beste Teil. Ich bin ein ganz großer Fan vom ersten Teil und die Musik ist einfach episch. Zumindest die Bossmusik. Oh, die ist einfach super geil. Ja, also auf Metal Gear Solid freue ich mich höllisch. Genauso freue ich mich, wenn jetzt auf der PlayStation 2 Resident Evil 4 erscheinen wird. Also, das ist jetzt nicht nur das einzige PlayStation 2 Spiel, es sind natürlich auch weitere Spiele noch organisiert, aber ich will ja nur ein paar Spiele euch demonstrieren oder ankündigen, die ich jetzt auch definitiv Let's Playen werde. Ja, und bloß bei den PlayStation Spielen muss ich mir das erstmal angucken. Und bei der PlayStation 3 werde ich jetzt unter anderem jetzt auch die ganzen God of War Teile Let's Playen. Wobei ich sagen muss, ich werde da mich abwechseln zwischen der PlayStation 2 und PlayStation 3, weil ich habe ein paar God of War Teile auf der PlayStation 2. Ich glaube, das ist ja der erste und der zweite Teil, die habe ich auf PlayStation 2 und die restlichen Teile, die habe ich auf PS3 und da muss ich halt immer das abwechselnd machen, dass ich da mal PlayStation 2, also mit der PS2 aufnehme und dann halt mit der PS3. Und ich werde auch, ich sage es nochmal, ich werde, wenn God of War erscheint, werde ich das Ganze auch in der chronologischen, richtigen Reihenfolge Let's Playen. Ja, also das heißt, God of War Ascension ist in dem Sinne der erste Teil, der da beginnt. Das ist eigentlich, also God of War Ascension ist ja eigentlich die Vorgeschichte von der Vorgeschichte, weil die, ja, ich weiß nicht, wie ich euch das jetzt erklären soll. Die Vorgeschichte vom ersten Teil ist ja God of War Chains of Olympus. Und davon die Vorgeschichte von God of War Chains of Olympus ist ja God of War Ascension. Das ist ja die, ja, und deswegen habe ich das jetzt auch gerade so gesagt, das ist die Vorgeschichte von der Vorgeschichte. Ja. Und ich werde das dann so machen, dass ich dann erst God of War Ascension, dann God of War Chains of Olympus, dann den ersten Teil von God of War, dann God of War Ghost of Sparta und dann den zweiten und dritten Teil von God of War Let's Playen werde. Wie gesagt, in der richtigen Reihenfolge. Und ich bin wirklich sehr skeptisch, dass ich oder dass überhaupt noch einen vierten Teil von God of War geben wird. Weil der David, der hatte zu mir gesagt, es wird definitiv zu 100% God of War 4 erscheinen. Aber da bin ich jetzt skeptisch. Aber ich lasse mich überraschen, David. Ich lasse mich wirklich überraschen, dass es da jetzt wirklich einen vierten Teil geben wird. Denn ja, ist es ja gut. Dann freue ich mich natürlich. Dann hoffe ich mal, dass es den vierten Teil auch auf PS3 gibt. Weil dann bräuchte ich mir keine PS4 noch extra für das Spiel holen. Ansonsten war es das jetzt erstmal. Ich sehe schon, das geht jetzt schon über 24 Minuten, das Video. Das ist der pure Wahnsinn. Ja, also das sind jetzt unter anderem die Spiele, die ich jetzt in den nächsten Jahren auch geplant habe zu Let's Playen. Ich hoffe, ihr werdet euch auf die angekündigten Spiele, die ich jetzt euch jetzt gesagt habe, euch freuen. Und natürlich, es sind natürlich auch noch sehr viele Spiele, die ich jetzt nicht angekündigt habe, aber da werdet ihr euch auch garantiert sehr freuen.
Ja, also ich freue mich natürlich auf das neue Jahr. Auf das neue Jahr 2015. Ich hoffe, ihr auch. Und ich lasse mich mal überraschen, was jetzt alles auf mich im Neujahr erscheinen wird. Also, ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Und wir sehen uns dann wieder bei StarCraft. Ne? Also, habt noch einen schönen Tag. Genießt heute den Tag. Lasst es knallen. Und ja, wir sehen uns dann im Jahr 2015 uns wieder. Ne? Bis bald. Tschüss.